Christian Lindner ist live bei Phoenix. Guten Morgen, Herr Lindner. Hallo, guten Morgen, ich grüße Sie. Jetzt ist es so, dass die FDP ja hier viel debattiert, intensiv debattiert. Wie eng sind die Fesseln, die dieser Parteitag der Ampelkoalition setzt? Oder ist das hier liberale Kosmetik? Weder noch. Es ist eine Rückenstärkung für unsere Arbeit in der Koalition. Man muss ja sehen, beginnend mit meinem Wahlergebnis, das im Vergleich der letzten 10 Jahre eines der besseren ist. Klein bisschen schlechter als beim letzten Mal. Das war aber auch im Bundestagswahlkampf hier. Also das stärkt mich in meiner schwierigen Aufgabe, jetzt den Bundeshaushalt ohne immer neue Schulden aufzustellen, Schuldenbremse einzuhalten. Und auch, was wir hier gesehen haben an Beschluss im Bereich Gebäude-Energiegesetz, also die Heizungsfrage, stärkt jetzt unsere Fraktion in den Gesprächen im Deutschen Bundestag. Die Frage der Technologieoffenheit, der Wirtschaftlichkeit auch zufriedenstellender zu lösen. Also ich finde, der Parteitag ist eine Rückenstärkung. Eine Rückenstärkung für die FDP, aber gleichzeitig massive Kritik am grünen Koalitionspartner. Kann sich die FDP nur noch über das definieren, was andere machen und nur noch über das abgrenzen, was andere tun? Also ich glaube, die Kritik auf einem grünen Parteitag an der FDP ist eher intensiver als das, was Sie hier gehört haben. Ich glaube, Sie beobachten ja auch die Parteitage der Grünen und können deshalb, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass wir hier eben doch eine bürgerliche Partei sind und deshalb auch mit teilweise abwegigen Ideen anderer höflich umgehen. Die FDP definiert sich über das, was sie selber will. Jetzt in dem Fall ein Fitnessprogramm für Deutschland. Wir können nicht immer nur Wohlstand verteilen. Wir müssen wieder eintreten in eine Phase, wo wir unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken, auf den Mittelstand achten. Da spielen dann Fragen wie die Fachkräfteeinwanderung eine Rolle, Forschungsförderung, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Im Übrigen auch Anreize im Steuerrecht, zu mehr Investitionen zu kommen. Und da haben wir hier sehr viele konkrete Vorschläge unterbreitet, die auch jetzt ins Regierungshandeln einfließen können. Das Regierungshandeln, da sollen Sie einfließen. Sie haben gerade über Höflichkeit gesprochen. Sie saßen am Kabinettstisch und haben im Prinzip diesen Heizungstausch ja dort auch beschlossen. Und jetzt soll das alles geändert werden. Das ist Ihre Form der Höflichkeit gegenüber den Grünen, muss man dann wohl so sagen. Was konkret muss für die FDP noch geändert werden, damit Sie dem zustimmen? Damit kein falscher Eindruck bei den Zuschauerinnen und Zuschauern entsteht. Das ist ja ein übliches Verfahren. Beispielsweise die Außenministerin hat dem Haushalt für das Jahr 2023 auch nur formal eine Billigung erteilt, die Zuleitung zum Bundestag erlaubt, ohne dass Annalena Baerbock in der Sache zugestimmt hätte. Nur jetzt mal, um eins von vielen Beispielen zu nennen. Das hatten Sie gestern ja auch in Ihrer Rede erwähnt. So ist es. Es ist also kein unübliches Verfahren. Warum macht man das? Man will, wenn Zeitnot besteht, nicht zusätzlich verzögern, weil die endgültige Entscheidung muss ja ohnehin im Bundestag getroffen werden. Gesetze werden nicht von der Regierung, sondern vom Parlament gemacht. Was wollen wir konkret ändern? Wir möchten ja Technologiefreiheit. Das heißt, es muss auch real möglich sein, mit einer Gasheizung, die zukünftig klimafreundlich werden kann, zu arbeiten. Dafür sind aber viele Voraussetzungen zu erfüllen, teilweise technisch-bürokratische. Und das muss geklärt werden, damit das real möglich wird. Ich sehe mit Sympathie, dass die SPD-Bundestagsfraktion sich stark macht, auch für die Möglichkeit, holzbetriebene Heizungen einzubauen. Da gab es gestern von der SPD den Wunsch, das im Bundestag umzuarbeiten. Man sieht also, SPD und FDP haben Wünsche an dieses Gesetz, es wirklich praxistauglich zu machen. Das ist ja ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen, und Sie verweisen da auf SPD und FDP. Man hat ja manchmal in den letzten Wochen den Eindruck gewinnen können, es sei eigentlich eine sozialliberale Koalition. Wenn die Ergebnisse dann doch auch des Kanzlers am Ende dahin tendierten, dem zuzustimmen, was die FDP will, haben Sie eigentlich Olaf Scholz schon einen Mitgliedsantrag angeboten? Nein, so kann man das, glaube ich, nur als Journalist überspitzen. Die Realität ist so, dass wir drei unterschiedliche Partner sind. Da gibt es bei diesem und bei jenem Thema unterschiedliche Nähen und Distanzen.
Und insofern können auch die Kolleginnen und Kollegen der Grünen sich nicht beschweren. Ich habe das ja hier auch mal zum Ausdruck gebracht. Ja, es ist uns ein Anliegen, dass mehr geplant und gebaut wird. Straßen, erneuerbare Energie, auch neue Produktionsanlagen in Industrie und Mittelstand. Und da ändern wir was im Naturschutz. Aber das ist zugleich für die Grünen ein großer Gewinn. Denn es wird möglich sein, größere Flächen zu nutzen für die Biodiversität. Das heißt, ein Win-Win-Verhältnis. Einerseits mehr wirtschaftliche Dynamik, Tempo, andererseits mehr wertvolle, große Flächen für den Naturschutz. Und so verstehe ich Koalitionspolitik. Man ringt miteinander, diskutiert, aber am Ende hat jeder etwas, wo man sagen kann, das war uns wichtig. Die Naturschutz- und Umweltverbände sehen das sehr anders, auch was den Flächenverbrauch betrifft. Es gab Demonstrationen auch gegen diesen Parteitag in einem kleineren Rahmen, auch von Greenpeace, auch von Fridays for Future. Es ist in den letzten Tagen viel über die sogenannten Klimakleber gesprochen worden. Die FDP hat sich irgendwie darauf eingeschossen, muss man so sagen. Der Justizminister mit einem Vergleich zu den 30er Jahren, Wolfgang Kubicki, der hier die letzte Generation mit Rechtsradikalen vergleicht. Ist das, der Sound der FDP gegenüber Umweltschützern? Sie werden doch wohl Umweltschützer und Naturschützer nicht in einen Topf werfen mit der letzten Generation, die mit physischer Gewalt in der Demokratie ihre Ziele verfolgt. Also da möchte ich aber, wenn Sie so fragen, die vielen Naturschutzverbände, Umweltschutzverbände in Schutz nehmen, die natürlich Anliegen haben und auch kritisch mit der Politik umgehen, aber keinesfalls zu den Mitteln der letzten Generation greifen. Die letzte Generation macht Sachbeschädigung, die behindern Menschen und das ist physische Gewalt. Niemals darf physische Gewalt ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Und hier muss man die Naturschutzverbände und Aktivistinnen und Aktivisten im Klimaschutz davor schützen, dass die in einen Topf geworfen werden. Dann haben Sie das jetzt nochmal sehr klar voneinander getrennt. Dennoch, ist das so klug als FDP, diese konkrete, so massive Abgrenzung zu betreiben? Denn absolut. Eigentlich wollen Sie ja auch Klimaschutzpolitik machen und damit wahrgenommen werden. Ja, selbstverständlich wollen wir Klimaschutz machen. Wir machen auch. Die FDP macht sehr viel mehr für den Klimaschutz als die letzte Generation. Also 9-Euro-Ticket und Tempolimit, das sind ja ganz kleine Ideen. Wenn man überlegt, wir wollen hier E-Fuels, Wasserstoff, Hochlauf, das sind große Maßnahmen für den Klimaschutz. Aber ich will Ihrer Frage nicht ausweichen. Die FDP ist eine Partei der liberalen Demokratie und des Rechtsstaats. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Die Richtungsentscheidungen für unser Land werden getroffen in Parlamenten. Und deshalb natürlich, wenn jemand den sozialen Frieden und den demokratischen Konsens in unserem Land infrage stellt, dann ist mir egal, ob es ein Reichsbürger ist oder ob es andere sind. Dann das heißt, Sie ziehen diesen Vergleich auch zum rechten Spektrum? Habe ich doch jetzt gar nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, dass wir 360 Grad wachsam sein müssen. Und im Übrigen ist das auch Ihr Auftrag. Da kommt ein Auftrag sozusagen jetzt an den Journalisten, der noch eine Frage hat, an den Finanzminister. Sie müssen jetzt ja auch diese Eckwerte noch vorlegen oder werden Sie die vielleicht noch vorlegen, fragt man sich ja inzwischen zum Haushalt. Stichwort Kindergrundsicherung. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen darüber, wie teuer das werden kann. Ihre Position ist, es wurde schon das Kindergeld erhöht, es wurden schon andere Sozialleistungen erhöht und deswegen geht es vor allen Dingen darum, dass die Kindergrundsicherung bestehende Leistungen einfach den Leuten und den Bürgerinnen zukommen lässt. Dennoch, wenn man sich die Inflation anguckt, wenn man sich vieles anguckt, was die Menschen auch an zusätzlichen Ausgaben haben, ist es denn wirklich so, dass man die Kinderarmut bekämpfen kann, wenn eigentlich die realen Bedingungen, die realen Löhne vielleicht sogar am Ende sinken, bevor die Kindergrundsicherung in Kraft tritt? Naja, wir haben ja sehr viel gemacht, wie Sie schon zum Ausdruck gebracht haben, auch zum Inflationsausgleich. Bitte bedenken Sie, wir haben ein Bürgergeld zum 1.1. dieses Jahres eingeführt und Hartz IV ersetzt. Da sind die Regelsätze an die Inflation angepasst worden und deutlich erhöht worden. Wir haben das Kindergeld auf 250 Euro erhöht, einen Schritt in der Größenordnung, wie es ihn zuletzt 1996 gegeben hat. Wir haben den Kinderzuschlag eingeführt. Das ist enorm wichtig, weil es ja auch Familien gibt, wo jemand arbeitet und der andere Elternteil arbeitet nicht, kümmert sich um die Kinder und dann reicht das Haushaltseinkommen trotz eines Vollzeitbeschäftigten nicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Da hilft der Kindersofortzuschlag. Aber hier ist genau das Problem.
Denn viele Familien, die das Recht haben auf diese Unterstützung, nehmen das nicht in Anspruch. Und hier ein digitalisiertes, automatisiertes Verfahren zu haben, das ist keine Technik, sondern das wird bei vielen, vielen tausend Familien die Lebenssituation verbessern. Das heißt, darüber hinaus aber... Die 7 Milliarden sind das letzte Wort und dann sind Sie wieder Dr. No? Also ich bin ja mit dem Bundeskanzler einer Meinung. Der Bundeskanzler hat ja in der Regierungsbefragung neulich ebenfalls gesagt, das Wesentliche für die Kindergrundsicherung in finanzieller Hinsicht sei getan. 2 bis 3 Milliarden Euro erwarten meine Expertinnen und Experten, würden zusätzlich an Hilfen für Familien ausgezahlt werden, wenn wirklich alle das bekommen, was ihnen zusteht. Aber ich will der Frage nicht ausweichen. Wir haben ja auch zu erkennen, dass Kinderarmut in einem Zusammenhang steht mit Zuwanderung. Wir müssen sehen, dass Kinderarmut oft die Armut der Eltern in Bildungs- und hinsichtlich der Arbeitslosigkeit ist. Wenn man also wirklich nachhaltig Kinderarmut überwindet, dann gelingt das auch dadurch, dass man in Sprache, in Integration, in Arbeitsmarkt investiert und vor allen Dingen in gute Kitas und Schulen für die Kinder selbst. Sagt Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, im Gespräch bei Phoenix. Vielen Dank. Danke Ihnen.